und Baby. Passt das zusammen? Beziehungsweise wie kann man die Katze ans Baby gewöhnen und umgekehrt? Ja, jeder, der irgendwie schon mal schwanger war oder gerade schwanger ist, kennt das. Die ganze Welt hat gute Tipps und Ratschläge und sagt, ach, was alles schon mal passiert ist und was man falsch machen kann und was man nicht machen darf und was man nicht essen soll und was man essen soll und wie auch immer. Getoppt wird das Ganze nochmal davon, wenn man Haustiere hat. Und da ist die Steigerung nochmal, wenn man Katzen als Haustiere hat. Wir haben uns ja am Anfang auch ein bisschen verunsichern lassen. Ich habe dann allerdings mit vielen anderen Mamas gesprochen, die auch Katzen hatten. Von daher habe ich mich dann noch nicht mehr verrückt machen lassen. Und wir haben einfach unser Ding dann durchgezogen. Wie wir das so gemacht haben und vor allem, ja, wie wir Coco und Manu auch an das Baby gewöhnt haben, das erfahrt ihr jetzt. Biete eine Alternative zu den Babysachen. Die Katzen merken also, wenn sich was ändert. Also klar, man kann sagen, okay, die merken, dass da schon was im Bauch ist. Die merken aber auch, wenn irgendwie ganz viel Zeugs geholt wird, wenn dann das Babybettchen kommt oder die Wiege oder was auch immer. Und da sind die natürlich im ersten Moment, denken die, ach ja toll, das ist alles für uns. Ein neues Bettchen und da ist nochmal so ein cooles Ding, das kann man ja hin und her fahren. Vielleicht fährt das Rauschen mich damit ja ein bisschen hin und her. Ja, alles mögliche auch an Spielsachen. Der Spielbogen war natürlich ganz beliebt bei den Katzen. Da konnte man sich ja toll hinlegen und dann oben mit den Sachen spielen. Die denken, es ist für sie. Da muss man also grundsätzlich entscheiden, dürfen die Katzen da irgendwie drauf, dürfen die da rein, dürfen die da mitmachen. Aber wenn natürlich ganz viel Neues kommt, die Katze war immer gewohnt, ach toll, ich kriege immer wieder Sachen, ich kriege die tollsten und besten Sachen, dann ist es wichtig, dass sie alternativ auch was geschenkt bekommt. Also kommt jetzt irgendwie eine Babywiege oder ein Babybay, was dann ans Bettchen kommt, dann sollte die Katze auch am besten ein neues Körbchen bekommen oder eine neue Kuscheldecke. Bleibt bei der ersten Zusammenführung ganz entspannt. Wenn das Baby jetzt das erste Mal mit nach Hause kommt, dann bitte ganz entspannt sein. Klar werdet ihr natürlich auch nicht das Baby jetzt der Katze direkt hinlegen, aber nehmt das Baby in den Arm ganz liebevoll und beugt euch zu eurer Katze runter. Lasst die Katze dran schnuffeln und seid da ganz normal. Streichelt die Katze dabei auch und schön beruhigend auch reden. Was wir auch gemacht haben, wir haben gleichzeitig Leckerchen gegeben, damit einfach die Katze das Baby auch mit was Positivem dann nochmal zusätzlich verbindet. Und wenn ihr dann zu ängstlich seid, dann guckt, dass ihr vielleicht einfach auch diesen Transportsitz oder sowas der Katze hinstellt, dass sie da dran erstmal riechen kann und steigert das Ganze dann nach und nach. Schaffe von Anfang an verbotene Zonen. Es gab zwei Sachen, die wir schützen wollten. Zum einen sollten sich die Katzen tagsüber nicht ins Babybettchen legen, wenn das Baby nicht drin ist. Zum anderen sollten aber die Katzen auch nicht ins Babybettchen springen, wenn das Baby drin ist. Also vor allem auch nicht irgendwie oben drauf rumbalancieren und dann unkontrolliert reinspringen. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Katzennetz zu spannen mit Kabelbindern hier an dem Babybay, dass wir eben dann, wenn das Baby drin ist, einfach nur hier oben drüber gelegt hatten. Und da aber dann auch nochmal fest gemacht hatten, auch mit Klammern, beziehungsweise Schraubzwingen, sodass Coco und Nanny nicht hier oben rumlaufen konnten und dann einfach so unkontrolliert reinfallen. Ja, wenn das Baby tagsüber eben nicht im Bettchen war, dann haben wir das Katzennetz nach unten genommen. Schön auseinander gemacht und gespannt und haben das dann unter die Matratze geklemmt. Auch hier muss man natürlich gucken, wie ist die eigene Katze drauf und wie schätzt man das ein. Setze Platzhalter für verbotene Zonen ein. Wir haben mit Platzhaltern gearbeitet. Was meine ich damit? Ich habe hier noch so eine Babypuppe aus meiner Kindheit. Und wenn wir irgendwo nicht wollten, dass Coco und Manu hingehen, wie beispielsweise ja, in den Stubenwagen, wenn das Baby jetzt nicht drin lag, oder auf diesen Tripp-Trapp-Aufsatz, wo das Baby gefüttert wurde, dann haben wir in dem Moment die Puppe da reingelegt. Und Coco und Manu sind dann da auch nicht reingegangen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es hat geklappt einfach. Wir haben uns da Gedanken gemacht, das waren so Ideen.
die wir hatten, ich weiß nicht, ob die einfach dann keine Lust hatten, da drauf zu gehen oder ob sie dachten, das Baby liegt da drin oder ein anderes Baby oder irgendwas, was sie nicht kennen. Jedenfalls sind sie dann nicht da reingegangen. Sorgt für positive gemeinsame Momente. Also bei uns war es ganz, ganz oft so, dass wir eine große Decke auf den Boden gelegt haben und die Katzen durften da drauf und das Baby war auch drauf. Und das Baby hat gerasselt und die Katzen fanden das dann interessant. Ich muss halt wirklich auch immer wieder dazu sagen, der Nanjo guckt sich ja alles immer so ein bisschen mit Abstand an. Und die Coco, die jetzt ist so zart mit dem Baby umgegangen. Also wenn die dann mal irgendwie angefasst hat, dann völlig ohne Krallen und ganz zart mit der Tatze. Und hat dann auch viel einfach sich nur so an die Beine vom Baby gekuschelt. Und es war nie der Fall, dass wenn das Baby jetzt gerasselt hätte, eine von den Katzen auf diese Rassel losgegangen wäre. Das muss man natürlich beobachten und ganz klar, lasst Katze und Kind nicht alleine. Ihr solltet natürlich auch immer dabei sein. Vernachlässige deine Katze nicht. Relativ sicher wird so sein, dass ihr am Anfang eure Katze ein bisschen vernachlässigen müsst. Das ist, braucht man auch gar nicht zu verschönern. Die ersten Wochen, mir hat mal jemand gesagt, die ersten 8 Wochen und so war es auch, die sind ziemlich stressig, wenn man sich erstmal so ans Baby gewöhnt und an alles. Und da kann man nicht in der Art und Weise eine Katze beschäftigen, wie man es sonst macht. Ich habe dann in der Zeit jetzt nicht großes Klickertraining machen können. Gut, wir haben natürlich trotzdem völlig übernächtigt, das Baby hier auf dem Arm und dann hier mit der Spielangel dann mit den Katzen gespielt. Trotzdem ist es so, ihr werdet nicht so viel Aufmerksamkeit eurer Katzen geben können. Da ist es dann ganz gut, wenn ihr liebe Freunde habt, die vorbeikommen. Und die nicht nur nach dem Baby gucken, sondern auch nach der Katze, weil die sind auch Familienmitglieder. Und zum Glück hatten wir liebe Freunde, die dann auch vorbeikamen und mit den Katzen gespielt haben. Also das ist was, was ihr vielleicht auch sogar vorher mal klären könntet. Wer ist denn so nett und spielt auch mit unserer Katze und will nicht nur Baby gucken kommen? Lasst das Baby mit der Katze spielen. Sobald euer Baby ein bisschen mobiler ist und auch schon alleine sitzen kann, dann lasst es auch mit den Katzen spielen. Das ist ein Riesenspaß für das Baby. Unsere Tochter hat es geliebt, mit den Katzen zu spielen. Der hatte eben so einen längeren Stab, wo eine Feder dran war und hat dann immer so damit gefuchtelt und fand das, es war ein Vergnügen. Also der hat richtig gejauchzt, wenn die Katzen dann darauf reagiert haben. Hier natürlich auch auf jeden Fall bitte dabei bleiben. Bringt dem Baby den richtigen Umgang mit der Katze bei. Bei unserer Tochter war es halt schon so, die hat die Katzen geliebt und die waren so zart und sie wollte dann da reingreifen auch. Da muss man eben beibringen, nein, nicht greifen, nur zart, vielleicht auch nur eben so mit der Hand. Weil es geht ja auch nicht nur darum, dass man eben das Kind schützt, sondern auch die Katze. Also beide müssen aneinander gewöhnt werden. Sichert Katzenklo und Fressnäpfe vor dem Baby. Thema Katzenklo. Also für so ein Baby, das irgendwie mobil wird, da sieht eigentlich das Katzenklo ein bisschen aus wie ein Sandkasten. Je nachdem, welche Streu man auch hat, oh ja. Also von daher sollte man sich gut überlegen, wie man das mit dem Katzenklo organisiert. Wir hatten ein Haubenklo, das also zu ist, sodass die Kleine nicht irgendwie da jetzt reinkrabbeln konnte, beziehungsweise ja auch nicht direkt reingreifen konnte. Mittlerweile haben wir ja aber auch eine Kiste, wo eben das Katzenklo mit drin ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und was halt auch der Fall war, wir konnten die Getränke, also die Trinkschälchen, die konnten wir nicht mehr auf dem Boden lassen. Das war ganz klar, weil da wurde eben das Spielzeug dann reingeworfen von der Kleinen, sobald die anfangen konnten zu krabbeln. Das heißt, wir haben unsere Trinkschälchen bis heute noch sogar, haben wir die irgendwo auf dem Sideboard oder so stehen. Das gleiche gilt natürlich für die Futterschälchen. Da haben wir ja von Surefeed die Futterautomaten, die nur aufgehen, wenn die Katze mit dem jeweiligen Chip auch hingeht. Dann fährt die Abdeckung nur hoch und das ist auch der absolute Schutz, dann eben, dass die Kinder nicht anfangen, mit dem Katzenfutter darum zu panschen. Hört auf euer Bauchgefühl und lasst euch nicht reinreden. Bei allem, was ich jetzt vorgestellt habe, ist ganz klar, es geht um unsere beiden Katzen, Coco und Nanju, die einfach perfekt dafür waren, um ein Baby im ersten Lebensjahr zu begleiten.
kann man natürlich nicht verallgemeinern, was ich jetzt vorgestellt habe. Mein Ziel war es, euch, wenn ihr jetzt schwanger seid oder keine Babys habt, einfach die Angst zu nehmen und euch zu ermutigen, dass ihr auf euer eigenes Bauchgefühl hört und euch nicht von anderen Leuten da irgendwie reinreden lasst. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ja, und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wie immer, über einen Daumen hoch, über einen lieben Kommentar und ganz besonders, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.